Ein perfektes Steak-Sandwich mit allem drum und dran, Soße, Zwiebeln in unter 10 Minuten? Boah, das wird hart. Und die Zeit läuft. 10 Minuten haben wir jetzt. Also als erstes schneide ich mal hier das Ciabatta durch. Zwei Hälften. So. Das kommt dann hier in die Pfanne. Und damit dann auch ein bisschen was an Bräune kommt, mit einem Topf mal so eben ein bisschen drücken, damit wir schön die Röstaromen kriegen. So, da sehen wir noch die Uhr. 9 Minuten haben wir noch. Hoppala. So. Wie sieht es aus auf der Rückseite? Ah, die kommen langsam, die Röstaromen. Also immer schön mal drauf drücken, damit dann auch schön alles braun wird. In der Zwischenzeit können wir schon mal hier die Zwiebel nehmen und hier in großzügige Spalten schneiden. So, das gleiche mit der anderen Hälfte auch. So, die können ruhig ein bisschen grober sein, das macht überhaupt nichts. Und dann haben wir noch die Tomate hier. Die schneiden wir dann auch schön in Scheiben. So. Das sieht schon mal gut aus. Wenn wir nachher noch mehr brauchen, machen wir noch mehr. Zeit 7 Minuten noch. Das ist alles in Ordnung. Ja. Kann noch ein bisschen. Dann können wir uns in der Zwischenzeit schon mal um die Soße kümmern. Bei der Soße nehme ich hier einfach mal etwas Mayonnaise, einen guten Schuss hier Mayonnaise rein. So, dann kommt bei mir so eine gute Esslöffelspitze Dijon-Senf. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Senf nehmen. Dann gehört da für mich noch natürlich ein bisschen Paprikapulver rein. So. Dann kommt noch standardmäßig Knobi-Pulver. Zack. Und dann braucht man noch ein bisschen Salz. So. Last but not least. Ein bisschen Worcestershire-Soße. Das Ganze geben wir mal einen kleinen Twist. Schaut auch schon mal gut aus. Was macht unser Baguette? Ja, kommt. Ja, legen wir es schon mal beiseite. Dann kommt unser Steak. Das versehen wir dann auch mit einem guten Schuss hier. Ein bisschen ordentlich Salz drauf. Steak, also Fleisch und Salz sind Best Buddies. Immer drauf damit. So, dann nehmen wir einen Schuss Öl in die Pfanne, knallen das Steak darauf. Und jetzt ist ganz wichtig, nichts machen, Steak liegen lassen und schön bräunen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit. Dann legen wir auch noch parallel die Zwiebeln mit da rein. Das können wir auch ein bisschen anbräunen. Und der Löffel, ja. Ja. 5 Minuten 18. Sehr gut.
läuft. Haben wir sonst noch was? Ja. Da kann man das Ganze mal ein bisschen ruhen lassen hier. Auch auf den, für die Zwiebel auch ein bisschen Salz. Ja. 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 Steak. Schon umgedreht. Sehr gut. So, haben wir den Guinness. Das Ganze lassen wir noch ein bisschen Guinness gehabt. Ja. 4 Minuten, okay. Dann können wir schon mal anfangen, hier das Baguette zu bestreichen mit der Soße. Dann kommen wir in den Salat. Ich habe hier Feldsalat. Ihr könnt natürlich aber auch jeden anderen Salat nehmen, wie ihr das möchtet. Also ein bisschen viel. So, dann kommen bei mir die Tomatenscheiben drauf. So, was machen hier unsere Zwiebeln? Gut. Fleisch haben wir mal ein bisschen raus, dann kann das im Moment ruhen. Kann das hier im Moment ruhen. So, können wir es dann anschneiden. Sehr gut. Und last but not least, nachher noch ein bisschen von dem kleinen Ding hier oben drauf. Blauschimmelkäse. So. Dann wollen wir es noch weiter belegen. Jetzt kommen hier die Zwiebeln auf das, die Tomaten. So. So. Dann das Fleisch ein bisschen anschneiden, hier zurechtschneiden. Ich mag das so, wie es ist. Ist jetzt medium rare. Wer es anders mag, natürlich gerne da auch länger das Fleisch drauf lassen. Überhaupt kein Problem. So. Das Ganze dann jetzt auf das Baguette drauflegen. Last but not least, unsere schönen Dinger drauf hier. So, ich gehe die Kamera nochmal. Wo ist es? Da. Das könnt ihr jetzt einfach da drauflegen. Und durch die Wärme des Fleisches schmilzt die ganze Geschichte. Bisschen Soße oben drauf. Ja. Bisschen Salz. Deckel drauf. Ja. Und fertig ist das entsprechende Steak Sandwich. Ich habe noch 3 Sekunden auf der Uhr. Hier der Beweis. 25, zack, und fertig. Bock noch auf ein weiteres Steak-Rezept? Dann auch hier gleich mal reinschauen.